Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary und Metatron mit einem neuen Livestream zu Elder Scrolls Online. Und guten Abend an PandaTeddy71. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind hier heute im letzten Story-Add-on. Das heißt, wir machen hier gerade Firesong und Teil Eil zu Ende. Der verborgene Fürst, die vorletzte Quest in der ganzen Questreihe. Und danach kommt noch eine Abschlussquest. Mal gucken, ob wir das heute alles schaffen. Wir werden natürlich auch mal gucken, was es Neues im Kronenshop. Und ja, dann kommt ja bald auch schon Necrom. Ne? Also bald sind wir auch schon wieder in einem neuen Gebiet unterwegs. Das Dungeon DLC ist auch schon da. Scribes of Fate. Also es tut sich viel im Spiel. Aber wir müssen mal gucken, wann wir denn dann mal wieder richtig zum Zocken kommen. So, ich habe mir gerade so ein bisschen mein Inventory aufgeräumt und dann kam schon wieder Post. Aber ich habe ein paar Vorlagen gelernt oder gekauft, deshalb, so, zack, haben wir jetzt gleich auch wieder Platz im Gepäck. Also keine Angst, wir sind gleich nicht wieder überfüllt. Wir gucken aber trotzdem mal kurz in den Store, was gibt's Neues, und dann legen wir los. Ihr seht, ich spiele im Moment nicht so viel Elder Scrolls Online. Ich spiele im Moment etwas mehr Final Fantasy 14, spiele auch zurzeit Lost Ark und jetzt sogar die Beta von Diablo 4, dann noch Star Trek Elite Force 2. Also es ist im Moment vieles, was ich sonst so spiele. Elder Scrolls steht im Moment ein bisschen hinten dran. Ich spiele das jetzt ja auch schon seit 2014. Das sind ja jetzt auch schon 9 Jahre. Und irgendwo ist dann auch mal die Luft raus, da jede Woche viele, viele Stunden reinzustecken. Ne? Weil es kommen ja immer neue Spiele auf den Markt und man muss ja gucken, dass man auch ein bisschen was anderes zockt. So, und genau, dann gucken wir doch mal in den Store. Was gibt es denn hier Neues? Es gibt hier mal wieder ein paar Verzierungen, ein paar Artefakte der Schriftrollen der Alten. Noch 2 Tage im Store. Haben wir uns, glaube ich, schon mal angeschaut, hier diese Kaiserrubin-Dinger, die so ein bisschen nach Cyrodiil aussehen. Und dann hier die Blutschmiede, noch 6 Tage, ein Handwerkstil, relativ aktuell, ne? Von der Nummer her, 54 ist gar nicht so aktuell. Aber ich wüsste jetzt gar nicht mehr, wo der zugehört, ehrlich gesagt. Steht hier irgendwo bei, oder? Aus welchem Gebiet der kommt. Ich kann es im Moment nicht mehr ganz so zuordnen. Ist schon lang, lang her. Darum, da habe ich gedacht, der wäre neu. Aber ist wohl doch sehr alt. So, und Düstersporenkisten noch 2 Tage im Store. Ja, dann sind sie raus. Also, diese Woche noch am Donnerstag gibt es neue Kisten. Wenn ihr die noch haben wollt, die Inhalte davon, müsst ihr jetzt loslegen. Und so sieht dann in etwa ein Inhalt davon aus. Ja, Sporen, Pilze, gehört, passt sehr gut zur aktuellen Serie Last of Us. Und was es sonst noch so an Remastered von Last of Us gibt, ja, da geht es auch um Pilze und Sporen und so weiter. Interessant gemacht, ne? Also, wenn ihr das wollt, dann jetzt noch ein paar Kisten öffnen. Noch 2 Tage lang. Und hier noch der Falkenring. Reit Lux, boah, was kompliziert. Noch 6 Tage im Store. Ein Lux. Ich finde den hier cool, den Pilzflackerwolf. Ja, der ist noch ein bisschen ekliger, finde ich, als der Sensche. Aber ja, 2500 von den Kronenedelsteinen, die habe ich leider nicht. Aber sieht schon cool aus, ne? Muss man ja sagen. So, Namiras Galle. Alles sehr eklig, so von den Sachen aus der Kronenkiste. Und dann hier noch eine Türkis-Nixaiade, jetzt auch im Angebot für 500 Kronen. Dann haben wir hier einen gesprächigen neuen Gast fürs Haus. Der quatscht dann auch viel. Und obwohl, ist die überhaupt gesprächig? Nee, steht gar nicht dabei. Das ist eine Händlerin. Und die sind gar nicht so gesprächig. Ja, ihr könnt davon Dienste nutzen. Und eure Gruppe, eure Mitglieder, kann dann also hier handeln. Nützliche Materialien eintauschen. Finstere Kontrakte verbieten, ihr allerdings in Cyrodiil oder auf den Schlachtfeldern Handel zu treiben. Ja, also neuer Gehilfe, den ihr mitnehmen könnt. Aber ja, auch wie so ein Bankier oder die anderen Händler, 5000 Kronen ist eine Menge Geld.
müsst ihr euch überlegen. So, Necrom, ne? Bald ist es soweit, 5. Juni. Denkt dran, vorzubestellen. Noch habt ihr bis Mitte April Zeit, dann kriegt ihr auch die Vorbesteller-Belohnungen. Ne? Also da, später gilt es nicht mehr, dann gibt es manche Sachen nicht mehr. Und ja, es ist natürlich wieder eine Kiste dabei, Schatzkarten, also CE-Karten. Und dann halt noch mit der Collector's Edition noch ein paar mehr Sachen. Mit der Deluxe Edition, so heißt es ja hier, nicht Collectors. Gut. Dann gibt es im Moment noch 2 Tage das Event hier, Irland-Event. Ich weiß gar nicht, was in Irland so los ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht so richtig mitbekommen. Ja, es gibt aber irgendwo ganz viele Irland-Events im Moment. Ich weiß nicht, was da gerade ist, aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, bei Fortnite war auch Irland gerade so mit Glückstopf und alles in grün und so. Ich weiß gar nicht, St. Patrick's Day oder so, aber den kenne ich auch nicht, was das für ein Day ist. Von daher, da bin ich gar nicht so aktiv in Irland unterwegs, auch nicht mit den Gebräuchen dort. Auch wenn ich dieses Feen mag, ne? Da geht es ja oft um Feen in Irland und Kelten und so, diese ganzen Bretonen-Sachen. Da gibt es ja interessante Geschichten, aber da bin ich raus. Beim St. Patrick's Day, ich weiß noch nicht mehr, wer St. Patrick ist. Und schönen guten Abend, Ganesas. Aber Google sei Dank, ne, könnten wir das jetzt lernen, tun wir aber nicht. Wenn ihr es wisst, einfach in den Chat, finde ich dann mal interessant. So, was haben wir hier? Ja, Scribes of Fate, ne? Ihr wisst Bescheid, das Dungeon DLC ist draußen, wir waren noch nicht drin. Jedenfalls noch nicht auf dem Beta-Server schon, aber noch nicht auf dem richtigen Server. Dafür spielen wir heute noch die 2 Epilog-Quests zu Ende, ne? Also wir machen heute die Story weiter. Und dann haben wir, wie gesagt, noch die Kronkisten. Der Rest ist alles wieder Housing-Kram. Ja, Shalindor haben wir letzte Woche schon gesehen. Auch diese Kalthafen-Einrichtung, da ist jetzt nicht mehr so viel dabei. Und deshalb können wir auch schon loslegen. Ne? Aber bei den Farben, ne? Hier wieder St. Patrick's Day. Ne? Grün, Kleegrün und so weiter und so fort. Wer ist St. Patrick? Jetzt reizt es mich, wo ich so viel von rede, dann doch mal nachzugucken. Aber nein, 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 ich bleib hart. So, denkt dran, ne? Mehrsitzig gibt es jetzt auch jetzt hier den Sozius-Renner. Mittlerweile 3 Tiere, ja, dieses große Pferd, dann das andere Pferd und wenigstens auch mal eine coole Sache, nämlich eine Dwemer-Spinne. Ja, kostet zum Glück nur genauso viel. Ich muss sagen, warum sie jetzt 2 verschiedene Pferde machen und jetzt nicht hier irgendwie mal was ganz anderes wieder, ein Sensche oder ein Kaguti, warum sie jetzt schon wieder 2 Pferde haben zum Doppelreiten, ich verstehe es manchmal nicht. Man könnte da so vervielfältigen, also Spinnen, die man reiten kann, nix Ochsen. Nee, was machen sie? Wieder 2 Pferde. Also, lassen sich nicht viel einfallen, ehrlich gesagt. Aber gut, was soll's. Ich will keine Pferde und so eine Spinne habe ich auch schon. Bei mir ist noch kein Zweisitzer dabei, der einzigartig ist. Darum hole ich mir keinen Zweisitzer. Ich hole mir vielleicht, wenn mal was dabei ist, was nicht schon 1000-fach da ist. Also, wenn es halt keine Pferde sind und wenn es halt keine von diesen, ja, ich zeig's euch, was ich einfach meine. Ich habe jetzt schon so eine Spinne, das ist halt das, was mich so nervt. Ja, dann, ich habe so eine Spinne schon, hier diesen Nix-Ochsen, den habe ich schon, damit kann ich rumlaufen. Dann habe ich hier die Dwemer-Spinne schon. Es ist halt blöd, ja. Warum soll ich mir jetzt die gleiche nochmal holen, nur damit einer hinten drauf sitzen kann, ja? Das ist die gleiche Spinne, nur dass hier hinten, wo hier diese Aussparung ist, da noch ein Sitz ist. Die soll mal was reinbringen, was ich noch nicht habe. Ja, dann hole ich mir das vielleicht auch. Ja. Mehr unterschiedliche Sachen. Nicht immer das Gleiche. So, spielt ihr noch aktiv Elder Scrolls Online? Habt ihr schon dieses neue Add-on, die DLC, das Dungeon DLC durchgespielt? Das ist meine Frage an euch. Und ich gebe gerade eine Abstimmung ab. Abstimmung für euch frei, nämlich soll ich die neuen Bücher lesen hier? Das kennt ihr ja bei mir. Ja, entweder wird es dann viel Geschichte oder wir spielen etwas schneller durch. Wenn ich sie nicht vorlesen soll, könnt ihr mit entscheiden. So, das muss ich da kurz mal reinschreiben. Ansonsten könnt ihr natürlich auch eure Gary-Punkte eintauschen. Ja, wir können hier Witze erzählen für die Gary-Punkte. Wir können die Kamera einschalten. Wir können Disco-Lichter einschalten. Wir können ganz viele Sachen machen mit den Gary-Punkten. Ihr könnt die auch ganz lange sammeln. Dann könnt ihr hier Moderator werden oder mein Freund bei Twitch. Oder ihr könnt
Ja, was kann man noch alles? Oh, man kann noch vieles mehr. Guckt einfach in die Belohnungen unten bei den Gary-Punkten. Da kann man viel für eintauschen. So, ja, alle neuen Bücher. Alle neuen High-Eil-Bücher natürlich, ne? Nicht die ganz uralten. Oder ja, aber nur Questbücher. So. Oder nein, keine Bücher lesen. Das ist ja immer so, was meistens bei rauskommt bei der Abstimmung. Aber kommt immer drauf an, wer gerade zuschaut. So, zack. Und die Abstimmung für euch läuft. Wie geht's euch denn? Alles gut bei euch? Gutes Wetter bei euch? Wird's langsam Frühling? Der Schnee ist weg. Ich war am Wochenende in Monschau, da lag immer noch ein bisschen Schnee rum. Das ist in der Eifel. Bei der belgischen Grenze. Also faszinierend, dass es immer noch Ecken gibt, wo Schnee liegt. Selbst hier in Nordrhein-Westfalen. Okay, wir sollen zum Alraunenherrenhaus. Ich fasse euch kurz die Story zusammen. Achtung, wer die Story noch nicht kennt von High Isle, gibt es jetzt harte Spoiler. Weil wir sind am Ende der Story, ne? Da ist alles eigentlich schon erledigt. Und zuerst hat man hier auf Hochinsel den emporstrebenden Orden bekämpft und dort einen Magus besiegt. Ja, den verrate ich euch jetzt nicht, wer das war. Und dann mussten wir nach Galen auf die Insel des Feiersong-Ordens und der wollte alle möglichen Sachen für Druidenkönig zu werden. Ja? Also der Feuersang-Orden wollte böse werden oder wollte der Chef werden von allen Druiden. Und das haben wir auch verhindert. Jetzt ist aber noch die Frage, wer ist denn der Anführer dieses emporstrebenden Ordens? Und das ist jetzt beim letzten Mal rausgekommen. Ja, es ist wohl derjenige, der hier in diesem Haus wohnt. Ja, ich zeige euch kurz das Haus. Jetzt weggucken, wenn ihr es nicht wissen wollt. Ja, hier, Herrenhaus der Standhaften. Der hat die drei Anführer der Reiche eingeladen. Und ich habe am Anfang sofort gesagt, warum sollte der die einladen? Der ist böse. Und es ist so, ja, er wollte die umbringen natürlich, ist ja klar. Dann hat er die alleinige Macht oder hier wenigstens die Macht auf Hochinsel. Ja, der emporstrebende Fürst ist wohl Baccaro, ja, ja, der verborgene Fürst nennt er sich jetzt im Moment hier noch von der Quest her. Ja, aber alles ist soweit, so gut. Es ist Fürst Baccaro. Der Wort der emporstrebende Fürst ist aber auch auf der Suche, der Druidenkönig zu werden. Ja? Also der wollte auch Druidenkönig sein. Der wollte den Feuersangorden kurz mal einsetzen und danach auch Druidenkönig werden, weil er wohl Nachfahre von dem ist. Also der hatte mehrere Ziele. Er ist auf jeden Fall der Böse. Wir haben ihn aber noch nicht besiegt. Ja? Wir wissen noch nicht, was los ist. Aber wir sollen jetzt Fürstin Arabella Bescheid geben, dass wir mehr wissen. Und vielleicht kommt gleich der Endkampf. Ich bin schwer gespannt. Ja, dann haben wir die Story komplett durch von Hochinsel und Firesong. Dann können wir uns um das Dungeon-DLC kümmern. Vielleicht gehen wir heute sogar noch ins Dungeon, wenn es schnell geht. Ne? Also 2 Stunden streamen wir ja hier. So, sie ist vergiftet. Die müssen noch im Bett liegen, theoretisch. Fürstin Arabelle, trink dies. Es wird das Gift neutralisieren. Wir haben die Quelle des Gifts entdeckt. Und noch mehr. Unser Freund wird es euch erzählen. Ich wusste, ihr würdet mich nicht enttäuschen. Was habt ihr entdeckt, mein Teurer? Genau, was haben wir entdeckt? Wenn es euch zu leise ist, was da im Spiel gerade erzählt wird, oder wenn ich euch zu leise bin, dann schreibt in den Chat. Ja, ihr sagt mir ja nicht, wie es euch geht, ne, und wie euer Wetter ist. Vielleicht sagt ihr mir ja, was ihr heute gegessen habt. Bei mir gab es Steak und Salat. Hm, yum, yum. Darum habe ich auch ein bisschen später angemacht, weil ich meinen Steak genüsslich gegrillt habe. Ja, mitten in der Woche. Nö, ist klar. Man muss sich auch mal gut gehen lassen, ne? Okay, zurück zur ESO. Ich erzähle immer viel zu viel anderen Kram, ne? Igitt, hättet ihr nicht einen Hauch Zimt oder Honig hinzugeben können, Rüvana? Wie auch immer. Ich bin wohl schon bald wieder wohlauf. Es reicht mit der Spannung. Erzählt mir, was ihr entdeckt habt, mein Teurer. So, Gegengift ist verabreicht. Fürst Baccaro ist der emporstrebende Fürst. Er hat den vergifteten Wein an euch und Herzogin Elea geschickt. Das Gift muss sich auf mein Gehör ausgewirkt haben.
Habt ihr gesagt, Fürst Bakaro ist der emporstrebende Fürst? Wie kann das sein? Er hat doch die Friedensverhandlungen finanziert. Er gründete die Liga der Standhaften, die nur Gutes für den Archipel und das Festland getan hat. Ja, ja. Ne? So hinterrücks hat er alles geplant. Ich habe sein Tagebuch gefunden. Er gesteht seine Verbrechen und behauptet, ein direkter Nachfahre des Druidenkönigs zu sein. Wenn ich die Dinge aus diesem Blickwinkel betrachte, erscheinen die Verzögerungen und der Umstand, wie der Orden der Emporstrebenden uns stets einen Schritt voraus sein konnte, in einem völlig anderen Licht. Doch warum all diese Mühe? Was hat Fürst Bakaro wirklich geplant? Nach dem, was wir unter dem Herrenhaus der Standhaften gefunden haben, glaube ich, dass er der nächste Druidenkönig sein will. Ach, ich fühle mich schon besser. Gut gemacht, teure Rüvana. Was diese Angelegenheit bezüglich des Druidenkönigs angeht, so habe ich die Berichte aus Galen gelesen. Manche Druiden glauben wirklich, der Efeu-Thron wäre besser als der Rubin-Thron. Doch all dieser Aufruhr und dieses Morden... Tja, was sollen wir jetzt tun, Fürstin Arabelle? Wir haben zu lange gezögert. Unsicher, woher der nächste Angriff kommen würde. Nun wissen wir es. Er kommt aus unserer Mitte. Von jemandem, den wir als Verbündeten sahen. Als Freund. Nehmt dies, mein Teurer. Wir werden uns schon bald um Bakaro kümmern. Jo, und da kommt jetzt gleich auch schon die letzte Quest in der ganzen Storyline. Panzerschuhe eines Vastir-Adeligen. Diese Stiefel bieten effektiven Schutz und attraktive Optik und sind zusätzlich relativ wasserdicht. Passend für Adel, der seinen Sitz an einer Bucht hat. Und ein Fertigkeitspunkt, 616 Gold und EP, Mann. Ich kann die Friedensverhandlungen nicht guten Gewissens beginnen, solange der emporstrebende Fürst, der Mann, den ich als Fürst Bakaro kannte, noch dort draußen ist und wer weiß, was plant. Ich fürchte, ich brauche erneut eure Hilfe, mein Teurer. Wir müssen die Insignien des Druidenkönigs Bakaros Händen vorenthalten. Bakaro hat bereits die Stulpe, doch Graf Stefan und Druidin Laurel haben die Krone und den Stab. Das sind die drei Insignien des Königs, ne? Und die muss man alle haben, damit man Druidenkönig werden kann. Dann müssen wir davon ausgehen, dass Graf Stefan und Druidin Laurel in Gefahr sind. Falls Fürst Bakaro wirklich glaubt, er sei der Erbe des Efeu-Throns der Druiden, wird er alles tun, um sich durchzusetzen. Wir müssen nach Galen reisen und die restlichen Insignien verteidigen. Okay, was soll ich für euch tun? Druidin Rüvana und ich werden Sajid bitten, uns nach Galen zu segeln. Während wir den Stab beim Steinlehre-Zirkel abholen, möchte ich, dass ihr zu Graf Stefan reist und die Krone des Druidenkönigs beschützt. Wir werden euch im Castel Monar treffen, sobald wir können. Ja, ich reise nach Vistir und helfe Graf Stefan. Ich lasse die Kapitäne Kalin und Suso zurück, um die Anführer der Allianzen zu bewachen, während wir nach Galen reisen. Erst beschützen wir die Insignien. Danach halten wir Fürst Bakaro auf. Oder den emporstrebenden Fürsten. Oder wie auch immer er sich nennt. Reist nach Vastyr und beschützt die Krone. Der Efeu-Thron. Tja. Hätte man das mal gewusst, dass es der Thron des Druidenkönigs ist. Ne? Oh, vielleicht sehen wir ja nochmal. Warum können wir nicht einfach mit den Friedensverhandlungen beginnen? Weil wir nicht wissen, wie weit Bakaros Verschwörung reicht. Die Anführer der Allianzen sind im Palast sicher, bei ihren treuen Kapitänen, die über sie wachen. Und wir wollen nicht, dass sie jetzt schon von diesem Verrat hören. Dann wären die Verhandlungen im Handumdrehen vorbei. Und was geschieht, wenn Fürst Bakaro alle drei Insignien des Druidenkönigs bekommt? Ich weiß es nicht. Ich bin keine Fachfrau für druidisches Recht und Prophezeiungen. Laut dem, was ihr und Rüvana entdeckt habt, glaubt Bakaro, ein direkter Nachkomme Kasorains zu sein, des letzten Druidenkönigs. Wenn er die Insignien an sich bringt, könnte er den Titel beanspruchen. Und die Druidenzirkel würden ihn als ihren König annehmen? Ich unterschätze nie, was religiöser Eifer hervorbringen kann. Zumindest würde ihm seine Verbindung zu diesem Erbe über seine mütterliche Seite einen rechtmäßigen Anspruch auf die Macht verschaffen.
Und vielen wäre der Efeu-Thron wohl lieber als der Rubin-Thron. So, und wie geht's euch, Fürstin Arabelle? Hat das Gegenmittel gewirkt? Druiden Rivanas Elixier hat Wunder gewirkt. Ich fühle mich schon stärker. Doch ich war lange durch das Gift geschwächt. Ich rechne damit, dass meine Genesung langsam, aber von Dauer sein wird. Keine Sorge, mein Teurer. Ich überlasse fürs Erste euch und Rivana die gefährliche Arbeit. Okay, dann wollen wir mal zu Graf Stefan in Vastir. Aber sprechen natürlich auch mal hier mit den weiteren Beteiligten. Ach so, übrigens, ne, die Anleitung oder die Abstimmung läuft, ne, bezüglich... Okay, sie ist vorbei. Bezüglich Bücher lesen. Und ihr habt gestimmt mit ja alle neuen Bücher oder nein, keine Bücher lesen. Das ist natürlich jetzt wieder ja sehr, sehr durcheinander. Ja, und küt wird küt. Wenn ein Buch interessant ist, lese ich es. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Also bei 1-1 bleiben wir in der Mitte. Ihr wolltet halt nicht. So, das hier lesen wir jetzt nicht, der Ermittlerin Wale auf Wadenfell, weil das habe ich schon mal geöffnet, das Buch. Sonst hätte er das neu in den Librarian hier eingetragen. Wie gesagt, wenn hier neue Bücher reinkommen, dann und die eine interessante Story haben, dann lese ich sie. Ne? Also, so machen wir das jetzt, weil die Abstimmung ist sehr uneindeutig gewesen. Sajis neueste perfekter Sprung ist die bisher perfekteste perfekter Sprung. Dieser verspricht, Fürstin Arabelle nach Galen zu bringen, ohne Baccaro oder seinen Orden der Emporstrebenden zu alarmieren. Saji ist gut darin, leise zu sein. Wie ein Schatten wird er sein. Ganz gleich, was Kaska euch vielleicht erzählt. Jawohl, er hat ein neues Schiff, das ist doch auch schon mal schön. Ich begleite Fürstin Arabelle nach Glimmerbergsee und vergewissere mich, dass der Stab des Druidenkönigs sicher ist. Wir treffen euch in Vastyr. Seid vorsichtig, mein Freund. Und Glückwunsch zu einem weiteren Erfolg. Was ist das? Hä? Ach, das ist dieser vergiftete Brief gewesen mit dem Wein. Ich dachte schon immer, Fürst Baccaro ist zu gut, um wahr zu sein. Ja, genau. Ich hätte ihn fressen sollen, als ich die Gelegenheit hatte. Jetzt müssen wir ihm auf Galen nachsetzen. Kaska hat einen guten Riecher und ich auch. Wir wussten das sofort, dass da was nicht stimmt. So, und ich würde sagen, wir gehen nach Vastyr, nehmen hier noch die Daedra mit, oder? Ja, komm, nehmen wir noch mit. Wenn das da so einfach so rumliegt, ne, dann lassen wir es nicht da vergammeln. Mal gucken wir mal hier schnell in die Regale, ob da irgendeine neue Geschichte drin ist. Ne, bis jetzt alles gut. Und, was ist das? Langer Schrank. Hochelfische Theke, langer Schrank, bringt 70 Gold. Ne, komm. Das ist zu wenig. Mein Inventory ist immer vollgemüllt. Ich orientiere mich da wirklich nur noch am Preis, ob ich was mitnehme oder nicht. Weil, ja, dafür bin ich einfach immer viel zu vollgemüllt. Okay. Ich habe gehört, ihr habt dem König das Leben gerettet. Ja. Vielen Dank. Gerne doch. Wir nehmen den Weg Schrein. Und dann sehen wir uns auf Firesong wieder. Das ist doch gut. Ja, wie habt ihr die Dungeons denn erlebt? Habt ihr die Dungeons schon durchgespielt? Findet ihr den Anfang der Necrom-Geschichte gut? Ja, das neue DLC. Ist das was für euch? Was sagt ihr generell dazu? Ich finde es ja ganz cool gemacht eigentlich. So mal wieder eine andere Geschichte. Halt nicht mehr politische Geschichte. Die fand ich nicht so cool jetzt. Oh, da hinten ist der... den brauche ich noch. So schnell kann sich das Questen zum Arbeiten verändern, ja. Oh Gott, wo war das nochmal? Hoffentlich kriege ich den ab. Ich brauche den echt. Ich bin schon schnell, ne? Ich habe schon hier Sprint an und alles. Aber nur ein bisschen Schaden zu machen. Nein. Doch. Gut, läuft noch. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt werde ich diesen Schlot. Es ist
zu viel. Ich kann es nicht mehr zurückhalten. Aber ich möchte ja schon das komplette Gebiet erledigt haben, ne? Darum möchte ich natürlich auch alle Schlote mal geschlossen haben. Ich bin ja schon der Erkunder und Komplettierer in sowas. Also alle Quests, alle Gebietssachen und so mache ich auch bei Lost Ark, die ganzen Abenteuerfolianz-Sachen. Ich muss nicht die Dungeons-Thema laufen, ich muss nicht alle Items haben, ja. Ich muss mich auch nicht immer irgendwie hübsch stylen oder mein Haus oder so. Aber die Gebiete erkunden und die Quests und was alles so im Spiel ist, was man finden kann, so an Story und Geheimnissen, das möchte ich immer machen. Gute Arbeit, doch es bleiben Fragen. Ich werde zu meinem Orden zurückkehren und von allem berichten, was geschehen ist. Bis zum nächsten Mal. So, also zum Beispiel, das hier ist mir egal, das hier ist mir egal, ja. Und da ist halt irgendwas, ne? Im Endeffekt ist hier jetzt alles von uninteressant. Ne? Da war es jetzt wirklich nur die Errungenschaft. Hauptsache, wir haben den. Aber einer fehlt uns immer noch. Der spuckenden Küste. Wo ist denn die spuckende Küste? Wir müssen auch noch Sucher des Grün machen, ja. Noch Druidenschreine. Das ist die spuckende Küste. Ja gut, die dreht sich gerade nicht. Dann wird das wohl gerade nicht funktionieren. Okay, dann wieder zurück zum Wegschrein und auf nach Vastir. Haben wir doch wieder einen kleinen Schritt bei dem Gebietsfortschritt geschafft. So, und diesen Fortschritt gibt es jetzt auch in Diablo. Ja, den haben sie jetzt auch eingebaut, dass man in Diablo ganz viele unterschiedliche Sachen machen muss. Dungeons, Nebenquests und so weiter. Also auch Diablo hat abgeguckt, dass Gebietsfortschritt die Leute erkunden lässt. Ne, wenn man das hier alles Fortschritt fertig hat, weiß man, man hat alles so weit gesehen, das Grobe. Ja, natürlich gibt es immer noch kleine versteckte Errungenschaften wie diese hier, Erfinder des Abenteuers und so. Aber das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, ne, dass auch Diablo jetzt so einen Fortschritt hat und Lost Ark natürlich auch mit seinen Abenteuerfolien. Die halten mich natürlich immer auf. Ne? Man denkt ja immer, das Gebiet ist durch und dann zack, guckt man in den Gebietsfortschritt und sieht, ne, doch nicht. War wohl nix, Satz mit X. So, auf nach Vastir. Dort geht es mit der Story weiter. Wo könnte denn der Fürst sein? Wo hat er sich denn verkrochen hier, Fürst Baccaro? Meinte, der ist jetzt hier in Vastir und holt sich die Krone gerade oder so? Nee, glaube ich ja nicht. Habt ihr es gehört? Ich wusste es. Das war alles die Schuld dieser verflixten Droiden. Nun, einiger Droiden. Aber Graf Stefan und dieser Held vom Festland haben uns gerettet. Nun, dann hat Haus Monar ja endlich mal... Solch eine Ehre! Jo. Ja, ihr habt gehört, sie reden über den aktuellen Stand der Dinge. Alles sind die Druiden schuld. Wer hätte es gedacht? Ich gucke gerade, ob ich irgendwas noch verkaufen kann, was ich mehr als 200 Mal habe. Zum Beispiel einen Feuerstein, ne, eine Gewürze. Einfach damit wir mal ein bisschen Platz wieder schaffen. So, wenn mehr als 200 Mal braucht man das auch nicht unbedingt. Gut, wenn es so in meiner Bank liegt, dann kann ich es auch behalten. Dann kann ich ja die Bank damit füllen. So, jetzt sieht es doch wieder gut aus. Mal wieder Platz geschafft. Jawohl. Ich bräuchte mal mehr als 200 Inventory-Plätze, also. Ist echt heftig. Die Bank ist immer voll. Wir hätten ein Ende nach all der Zerstörung, aber da kommt etwas noch Schlimmeres auf uns zu, Feider. Ich spüre es ebenfalls, wie einen dunklen Sturm am Horizont. Ich sorge mich, Feider. Ich glaube nicht, dass Garlands Leid schon vorbei ist. Die beiden, die haben eine schöne Beziehung. Die denken nur an sich. Der Orden der Emporstrebenden auf Galen? Kaum zu glauben. Allerdings habe ich auch schon Drachen in Elsweyr und dunkle Anker in Hochfels gesehen. Also ist wohl alles möglich. Aha. Seid vorsichtig, mein Freund. Die Inseln werden wütend. Etwas versucht, den Feuersangberg vollends zu wecken. Und ich fürchte die Konsequenzen, die dies haben könnte. Ah ja, das versucht der
Fürst Baccaro, der will den Vulkan ganz in die Luft jagen. Richtig, jetzt fällt es mir wieder ein. Der Feuersangberg, der ist ja immer noch aktiv. Stimmt. Durchsucht das Kastell. Wenn es noch mehr abtrünnige Ritter gibt, legt sie in Ketten. Wir haben sie aus der Bibliothek vertrieben. Ich prüfe, ob etwas beschädigt oder gestohlen wurde. Okay, hier war also ganz schön was los, wie es aussieht. Ich bin froh, euch wiederzusehen, mein Freund. Ich wünschte nur, eure Ankunft ginge nicht wieder mit einer Krise einher. Was ist los, Graf Stefan? Ein Kontingent Ritter von der Liga der Standhaften ist in die Burg gekommen. Das ist nicht weiter besorgniserregend, wir sind schließlich Verbündete. Doch wir wurden über den Besuch nicht in Kenntnis gesetzt. Als eine meiner Ritterinnen sie die Bibliothek betreten sah, ging sie dorthin, um sich das näher anzusehen. Aha, was fand eure Ritterin vor? Sie erwischte sie beim Durchsuchen der Bibliothek. Sie griffen sie an, doch sie konnte sie abwehren und Hilfe rufen. Meine Ritter vertrieben die Schurken, aber wir sind uns nicht sicher, ob etwas gestohlen wurde. Oder ob sich noch mehr von ihnen irgendwo im Kastell verstecken. Okay. Das könnte der Orden der Emporstrebenden sein. Sie stahlen der Liga vor kurzem Rüstungen. Der Orden der Emporstrebenden? Die abtrünnigen Ritter, die euch auf Hochinsel so viel Ärger bereitet hatten? Ah. Was würden die wohl in meinem Kastell wollen? Wir haben herausgefunden, dass Fürst Baccaro ihr emporstrebender Fürst ist. Er will die Insignien des Druidenkönigs. Dann müssen diese Betrüger nach der Krone des Druidenkönigs gesucht haben. Kommt schon, wir müssen sofort die Bibliothek überprüfen. Und danach will ich mehr über eure Anschuldigung bezüglich Fürst Baccaro hören. Sagt mir nicht, dass ihr die Krone in der Bibliothek verwahrt habt. Ich bin davon ausgegangen, sie wäre eingeschlossen in einem Kasten in der Bibliothek sicher, bis ich andere Vereinbarungen treffen kann. Wir hatten keinen Grund, davon auszugehen, dass die Relikte in Gefahr wären. Außerdem traf ich erst kurz vor euch wieder im Kastell ein. Und wo war die, als die Eindringlinge kamen? Am Anleger, bei den Vorbereitungen für den Empfang von Fürst Baccaros Schiff und den Hilfsgütern, die er versprochen hatte. Sie kam nie an. Von dem ausgehend, was ihr mir erzählt habt, war das wohl Teil des Ablenkungsmanövers. Vergewissern wir uns, dass die Krone sicher weggeschlossen ist. Das wäre gut. Hier entlang zur Bibliothek. Ich denke mal, das wird nicht hinhauen. Das war's dann wohl. Wer versteckt denn eine Krone bei ein paar Büchern? Im Kerker, im Keller, im Schlafgemach, im Tresor, okay. Aber bei Büchern? Nee. Oh wei, oh wei. Da wollte aber einer viel lesen, du. Da hat aber einer schnell und viel gelesen. Verdammt, sie haben hier alles durchwühlt. Lasst uns nachsehen, ob der Kasten noch ihr hier ist. Ihr kommt zu spät, Narren. Die Krone gehört jetzt dem Orden der Emporstrebenden. Tja, hab ich mir fast gedacht. Hä? Aus 1 wird 2. Oh. Naja, lila Rüstung. Bücher. Vielleicht finden wir was Neues. Bezüglich Vorlesen. Nee, im Moment nicht. Ja, wo ist denn die Krone? Ist sie wirklich weg? Nein, der Kasten ist leer. Doch woher wussten Sie, dass Sie in der Bibliothek suchen müssen? Noch dazu hinter den Regalen.